Für Dividendenfans gibt es was zu feiern. Die neue Liste der Top 50 Dividendenaktien ist live. Das heißt, wir haben anhand der Kauflimits unserer über 125.000 Mitglieder diese brandneue Liste erstellt. Wir haben die Kauflimits ausgewertet. Wir wissen, welche Aktien bei euch ganz oben auf dem Kaufzettel stehen und auch zu welchem Preis. Und daraus haben wir diese Liste der Top 50 Dividendenaktien generiert. Das heißt, wenn du interessante Aktien suchst für deinen Vermögensaufbau, um ein passives Einkommen zu generieren, dann ist diese Liste also eine wirklich einzigartige und wirklich hilfreiche Inspirationsquelle. In diesem Video zeige ich dir die Liste selbstverständlich. Ich verlinke auch unten in der Videobeschreibung, wie du an die Liste dann kommst für das Selbststudium. Und ich zeige dir jetzt dann im Video auch noch im Anschluss drei, wie ich finde, spannende Dividendenaktien. Mein Name ist Thorsten Thiel, da geht es ums langfristige Investieren. Wir wollen von steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Wir zeigen, wie es geht mit dem Aktienfinder, wie du diese erfolgversprechenden Aktien finden kannst. Und wir investieren auch in Echtgelddepots, zeigen da auch, wie es geht. Haben zwei Echtgelddepots, Sördepot, Dicke Dividendendepot. Die beide ist sehr gut, beziehungsweise sogar herausragend. Das Dicke Dividendendepot performen, möchte ich noch kurz darauf eingehen. Jetzt aber hier die Top 50 Dividendenaktien. Das ist der Artikel parallel zum Video. Wie gesagt, ich verlinke das in der Videobeschreibung. Und an der Stelle noch ganz kurz, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Warum ich aber denke, dass Dividendenaktien jetzt wieder sehr spannend sind, ist Folgendes. Wir haben ja jetzt hier die Zinswende. Und Dividendenaktien, besonders Aktien mit höherer Dividende, die werden vermutlich von der Zinswende profitieren. Sowohl direkt als auch indirekt, wenn ich kurz darüber nachdenke. Direkt, weil Aktien zum Beispiel, Dividendenaktien dann im Vergleich zu Anleihen, ihr wisst es sicherlich schon, attraktiver werden, wenn die Zinsen für Festverzinsliches sinken. Aber auch indirekt, denn wir werden sehen anhand der Aktien, die ich euch jetzt dann vorstelle, dass die mit der Inflation zu kämpfen haben und dass die Zinsen sinken, hat auch damit zu tun, dass die Inflation auf dem Rückzug ist. Ich habe eben erst gelesen, dass im nächsten Jahr in Deutschland die Inflation bei 2,5% oder so liegen soll, während sie im Jahr zuvor noch bei 5% lag. Wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls die Inflation ist deutlich auf dem Rückzug und die Leitzinsen der großen Notenbank Fed, aber auch im EU-Raum, die Zinsen werden sinken. Und da haben wir hier auch eine Auswertung gemacht, welche Sektoren stark profitieren werden. Das ist von HQ Trust, das haben wir hier auch, wo haben wir es? Hier von HQ Trust ist die Auswertung ursprünglich, wir haben das hier einfach nur grafisch zusammengefasst und ich werde euch auch bisschen was zeigen hier aus dem Bereich und die Liste der Top 50 Dividendenaktien. Hier ist übrigens hier sind unsere beiden Dividendendepots. Da sieht man, was die für eine sehr niedrige Volatilität haben und das Dicke Dividendendepot schlägt momentan sogar den MSCI World, was eigentlich gar nicht vorgesehen war, weil man sowas nicht erwarten kann. Hier viele Tech-Aktien drin im Dicke Dividendendepot, selbstverständlich nicht. Und diese Outperformance, die jetzt eingetreten ist gegenüber MSCI World, die könnte dank Rückenwind hier durch die Zinswende sogar noch ein paar Monate bestehen bleiben oder vielleicht noch länger, wer weiß, wenn es irgendwann einen Tech-Crash gibt, dann sogar noch mal deutlich länger. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ich habe auch mehrere Depots und bin ja anderem auch im Technologiesektor stark investiert. Ich hatte ja erst das letzte Video gezeigt von unserem Firmendepot, sollte ich vielleicht auch verlinken, was komplett anders ist mit Dividenden gar nichts zu tun hat, sondern wo es um Gewinnwachstum geht. An der Stelle vielleicht mal wichtig zu betonen, weil wir suchen immer Qualitätsaktien, aber die Qualitätsaktie sollte natürlich auch in deine Anlagestrategie passen. So, jetzt genug der Vorrede. Ich möchte euch jetzt einmal ein paar spannende Aktien zeigen. Hier handelt es sich jetzt eher um Blue Chips und nicht um irgendwas Kleines, die unentdeckte Perle sozusagen. LVMH wäre die Aktie Nummer 1. Und zwar ist es auch hier die Top-Aktie, auf die ihr hier, die Top-Aktie momentan der Top 50 Dividendenaktien, seht ihr hier, Platz 1, LVMH. Und LVMH ist sicherlich deshalb spannend, weil die erstens das Unternehmen sehr guten Ruf hat, weil man natürlich die Marken auch kennt
Und zweitens, weil wir hier eine relativ hohe Dividendenrendite mit 2% haben. Ist auch ein zuverlässiger Dividendenzahler und ihr seht, kurzfristig ist die Dividende sogar mal hier Anfang Wende 21, 22 auf unter 2%, auf unter 1% gesunken. Mittlerweile sind es 2 und wir haben hier prognostiziert weiterhin dynamisches Dividendenwachstum, sodass in ungefähr etwas weniger als 1,5 Jahren wir schon eine Dividendenrendite auf den heutigen Einstandskurs bezogen von ungefähr 2,5% hätten. Dann sollte es nach hinten raus weiter steigen. Natürlich ist es so, dass wir hier steigende, deutlich anziehende Dividendenrenditen haben, weil kurzfristig hier, gehen wir mal auf 5 Jahre, mal zeigen wir das hier an, weil kurzfristig der Aktienkurs hier enttäuscht von LVMH. Wir sind momentan bei 660 Euro. Vor 2 Tagen war die Aktie noch deutlich günstiger zu haben. Da war der Aktienkurs noch bei 590 Euro. Das heißt, die Aktie ist kurzfristig mal hier um knapp 12% gestiegen, hat damit zu tun, dass wir in China ein Stimuluspaket erhalten sollen und LVMH kann dann davon deutlich oder könnte davon deutlich profitieren, weil China ja ein starker Wachstumsmarkt auch für LVMH eigentlich ist. Hier sieht man Asia excluding Japan hier und groß ist der Umsatz, der in Asien gemacht wird, ohne Japan. Und da ist natürlich ein Großteil des Umsatzes aus China. Und da wird jetzt hier stimuliert. Und das hat jetzt die Fantasie des Marktes natürlich angeregt. Deshalb der Kursanstieg. Gehen wir kurz mal auf die Sicherheit der Dividende ein und nehmen hierfür zum einen den Gewinn und aber auch den freien Cashflow. Und dann sieht man hier, dass die Dividenden schön gedeckt ist, sodass das weitere Dividendenwachstum, das prognostizierte Dividendenwachstum, auch eigentlich eine in Anführungszeichen sichere Nummer sein sollte. Die komplett sichere Nummer gibt es natürlich nicht, aber hier sogar während Corona wurde die Dividende nicht gekürzt, sondern weiter erhöht. Also insofern denke ich mal, stehen die Vorzeichen auf Wachstum, sodass man hier schon zur Bewertung voranschreiten könnte. Hier siehst du, dass KGV basierend auf dem bereinigten Gewinn, was hier so gut wie kaum abweicht vom bilanzierten Gewinn. Und man sieht, dass wir hier momentan trotz der jüngsten Erholung jetzt um 12% immer noch eigentlich recht günstig in der Bewertung sind. Und die steigenden Unternehmensgewinne sollten dann auch dazu führen, dass das KGV basierend auf dem aktuellen Kurs weiter sinken wird, sollte. Ende 2027 wäre es dann ein KGV von 17. Und man sieht, so ein günstiges KGV hatten wir von 17 hatten wir eigentlich selten. So, schreiten wir weiter voran hier zum fairen Wert, legen den mal drüber hier, fairer Wert bereinigt. Und das sieht man dann eben auch entsprechend schön, wie die Aktie mal über, mal unterbewertet war. Und das hier ist der Corona-Einschnitt, wo der Gewinn mal richtig runterging. Da war dann der faire Wert nicht repräsentativ, aber für die anderen Zeiträume passt das soweit. Zoome ich mal näher ran. Wenn wir jetzt einfach nur hier hingehen und den Schnitt nehmen von knapp 25 vom KGV bei prognostizierten Wachstumsraten im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, dann hätten wir hier eine erwartete Rendite aufs Jahr von 15%. Natürlich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, weil es dann natürlich darauf ankommt, wie wird sich jetzt die Konjunktur und damit auch das Kaufverhalten tatsächlich dann materialisieren. Wir können hierfür dann den Prognosekorridor auch mal einblenden, um die Unsicherheit zu visualisieren. Und wir haben ja hier die negativen Analystenmeinungen. Da wäre dann der faire Wert, liege dann bei 760 Euro anstatt bei 860 Euro. Und wenn wir dann mal gucken würden, was käme dann für eine Renditeerwartung aufs Jahr raus, dann wären es immer noch 9,2%. Das heißt, man hätte damit immer noch den Markt geschlagen, wie der langfristige Marktperformance geschlagen. Das wäre jetzt die Aktie Nummer 1, LVMH. Sicherlich kein Geheimtipp, aber ich finde, man kann durchaus darauf hinweisen. Und das wäre auch so eine Sache, wo man theoretisch auch, wenn man ein Abstauberlimit nochmal setzen könnte, weil es ja sein kann, dass nachdem die Aktie relativ stark gestiegen ist, sie nochmal zurückfallen sollte. Und dann hätte man natürlich eine entsprechende, wenn man hier günstiger einsteigt, nochmal eine entsprechend höhere
Renditeerwartung von anstatt zum Beispiel bei 600 Euro, dann eine Renditeerwartung anstatt knapp 10%, knapp 13%. Das macht dann schon einen Unterschied, wie man dann einsteigt. Wie man die Kauflimits dann setzen kann, das wisst ihr wahrscheinlich einfach hier in die Spalte Kauflimit dann entsprechend den Eurokurs hier eintragen, beispielsweise 600 Euro, speichern und dann würde man hier informiert werden per E-Mail, wenn man das entsprechend eingestellt hat. So, nächste Aktie. Bei der nächsten Aktie, das habe ich gesehen, die ist auch relativ weit vorne, das wäre Pepsi. Hat jetzt hier, wie viel Kauflimits von euch? Über 800, 819, LVMH sogar 1050, 1054. Holen wir uns noch Pepsi zusätzlich auf den Schirm hier mit diesem Pipe-Symbol. Kann man ja mehreren Aktien parallel suchen. Pepsi Co. und da ist sie auch schon. Dividende hier nicht bei um die 2%, sondern 3,1% hier bei Pepsi Co. Die Dividenden werden jetzt immer höher, je weiter ich voranschreite bei der entsprechenden Aktie. Und dann sehen wir hier die Dividendenrendite von dem besagten 3,1%. Soll auch weiter steigen dann Anfang 2027, schon bei 3,7% liegen, auf den aktuellen Kurs bezogen. Das da hinten schenken wir uns mal, die Dividendenkürzung. Da sind fast alle Analystenschätzungen, Analysten offensichtlich weggefallen. Und da ist auch noch einer übrig geblieben, der das nicht ganz so positiv sieht. Und wenn wir uns mal hier kurz im Qualitätscheck angucken, was die Sicherheit der Dividende angeht, da sieht man die Gewinne, egal ob bilanziert oder bereinigt, sie decken die Dividende. Der freie Cashflow ist, glaube ich, etwas knapper, sieht man hier. Jetzt haben wir mal geguckt, warum der freie Cashflow hier seitwärts läuft, während der Gewinn ja hier weiter anzieht. Habe ich gesehen, vor allem die Investitionen sind stark gestiegen von Pepsi. Aber hier sieht man nach laut Analystenschätzungen, sondern der freie Cashflow wieder in Richtung des Gewinns wandern, was ja vorher im Prinzip auch der Fall gewesen ist. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Pepsi die Dividende senken muss. Pepsi hat ja Probleme gehabt, was man auch am Aktienkurs sicherlich sieht. Gehen wir mal hier auf 5 Jahre. Da hat sich jetzt nicht so furchtbar viel getan. Wir haben momentan einen Aktienkurs, der auf dem Niveau von Ende 2021 ungefähr liegt. Und die Seitwärtsbewegung hat auch mit einer schweren Phase zu tun. Hier sieht man die Höchstkurse, die waren 2023, zur Mitte des Jahres ungefähr. Und dann ging es halt hier abwärts. Das Problem ist hier aber auch die Inflation in erster Linie gewesen, die zu steigenden Inputkosten, also Materialkosten geführt hat, Lohnkosten etc., also Kosten allgemein. Könnte man hier noch im Detail sich anschauen, hier mit der Zeitachse, wieso die Kosten angefallen sind und wie sie dann den Gewinn aufgezehrt haben. Mache ich jetzt mal nicht, wenn ihr dann selber machen. Und zum anderen, steigende Inflation heißt ja auch Gürtel enger schnallen für den einen oder anderen Konsumenten, der dann ausweicht auf Nichtmarkenartikel. Und insofern so ein bisschen in die Zangen genommen worden, Unternehmen wie Pepsi. Pepsi hat durch Preiserhöhungen stark reagiert, um die Margen zu sichern und die Umsätze zu erhöhen. Hat im Prinzip auch geklappt. Man sieht hier, wie die Margen dann auch stabil wieder waren, beziehungsweise dann gestiegen sind und die Umsätze auch trotzdem noch gestiegen sind, obwohl es auf Kosten des Absatzvolumens ging, was immer wieder kritisiert wurde. Aber ich sehe da jetzt Entspannung hier nochmal zeigen durch die oder Zinswende sei Dank. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch zum günstig zum Einstieg. Dann sieht man hier wieder die Multiples anhand hier des bereinigten KGVs momentan hier bei knapp 21. Und dann sieht man hier dann prognostiziert steigender Gewinn. Das ist relativ deutlich, dass KGV sich dann abbauen sollte. Insofern könnte das auch ein interessanter Einstieg sein, zumal die Dividende ja sicher scheint und auch mit 3,1% hoch ist. Gehen wir hier gleich zum fairen Wert rein und den Prognosekorridor und so weiter mache ich mal als weg. Und dann sehen wir hier, wenn wir hier heranzoomen, dass die Aktie ja lange Zeit überbewertet war und jetzt ist sie in die Unterbewertung gewandert, weil die Unternehmensgewinne, ich blende es nochmal ein, die steigen halt, während der Aktienkurs seitwärts läuft. Deshalb wird die Aktie immer günstiger. Und jetzt hätten wir hier eine erwartete Rendite im Jahr von knapp 13% für eine Aktie wie Pepsi Cola. Ist natürlich, Pepsi Cola.
Ja, für Pepsi Co. Und es ist natürlich schon, wie ich finde, erstmal attraktiv. Ich hatte kurz den Prognosekorridor ja eingeblendet gehabt. Hier sieht man, wie im Gegensatz zu LVMH schmal der Prognosekorridor ist. Das heißt, die Unsicherheit ist hier relativ niedrig im Vergleich zu LVMH. Das heißt, das Risiko sollte auch relativ niedrig sein im Vergleich zu LVMH. Insofern aus meiner Sicht auch eine interessante Aktie für diejenigen, wo das eben ins Depot passt. Dann hätte ich noch eine weitere Aktie, ich ziehe sie mal ein bisschen größer, dass sie noch reinpasst und die hat eine noch höhere Dividende, ist ganz leichter Turnaround-Kandidat. Und zwar wäre das die United Parcel Service. Da sind sie doch schon. United Parcel Service. Dividendenrendite bei 5%. Ich mache meine Dividendenhistorie. Ja. So sieht das Ganze aus und man sieht hier Dividendenrendite auf Allzeithoch bei um die 5%. Man sieht aber auch hier, dass sie kaum noch weiter steigen soll. Also sehr wenig oder sehr moderates Dividendenwachstum. Was die machen, ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Er kennt ja sicherlich die braunen Autos von UPS. Und UPS hat stark profitiert hier von Corona, vom größeren Paketversand während der Lockdowns, als die ganzen Leute vorm PC saßen und da entsprechend bestellt haben. Da sind die Dividenden nochmal richtig stark gestiegen. Und jetzt haben wir eben eine Normalisierung, bevor es dann wieder weiter aufwärts gehen soll. Und wir können auch noch gucken, was der freie Cashflow so sagt. Das siehst du dann, dass die Dividende knapp gedeckt bzw. hier auch leicht unterdeckt ist, was aber auch schon immer mal wieder der Fall war. Und die Dividende ist trotzdem gestiegen. Typisch Amerikaner halt. Zur Not wird die Dividende auch mal kurzfristig hier über Pump finanziert, was aber natürlich kein Langfristmodell sein sollte. Aber wir sehen hier auch, die Analysten gehen davon aus, dass der freie Cashflow dann auch wieder weiter steigt. Wenn wir uns mal die Multiples anschauen, dann sehen wir hier, dass wieder erwarten, dass KGV gar nicht auf eine so günstige Einstiegsgelegenheit hinweist, weil da ist die Aktie mehr oder weniger im Schnitt der letzten 10 Jahre bewertet. Was aber trotzdem das Ganze interessant macht, außer die relativ hohe Dividende von um die 5%, sind die Analystenschätzungen, die einfach davon ausgehen, dass hier die Gewinne wieder stark anziehen sollen. Und wenn das der Fall ist, und es gibt natürlich auch außer wieder Normalisierungstendenzen in die andere Richtung, auch eine gewisse Unternehmensstrategie, die darauf hindeutet, insbesondere hat man jetzt für 1,2 Milliarden einen mexikanischen Versanddienst übernommen, beziehungsweise will es übernehmen, der heißt Estafeta. Und Mexiko, ich hatte ja auch vor kurzem die mexikanische Börse mal analysiert, ist ein Profiteur der zunehmenden Aushebelung der Globalisierung. Jetzt ist er mehr Nearshoring, insbesondere aus US-Sicht, in Mode. Also man ist jetzt nicht mehr in China produzieren, sondern eher in Mexiko. Und davon profitiert dann entsprechend auch Mexiko und damit auch sicherlich mehr durch die Gegend geschickt werden und darauf setzt jetzt auch UPS. Sollte dann oder könnte dann ein Grund sein, warum wir hier auch dann wieder mit steigenden Umsätzen und letztendlich dann auch steigenden Gewinnen zu tun haben werden. Und wenn dem so kommt, dann wäre es eben so, dass wir hier sehr schön relativ stark fallende KGV sehen und dann sollten hier auch noch schöne Kursgewinne drin sein. Gucken wir uns das Ganze an, machen wir erstmal so und dann sieht man, wie der Aktienkurs stark gestiegen ist hier, weil UPS ein Corona-Profiteur war und dann haben wir hier Back to Normal quasi und wir sind momentan, das haben wir auch bei den Multiples gesehen, beim KGV mehr oder weniger hier am fairen Wert angelangt. Jetzt ist es aber so, dass hier sehr dynamisches Wachstum des Gewinns prognostiziert wird. Das würde dann bedeuten, dass wir hier eine jährliche Rendite über die nächsten 2 Jahre haben von jeweils um die 20%. Jetzt hatte ich ja vorhin schon den Prognosekorridor gezeigt, den blenden wir hier auch ein. Und da kannst du jetzt sehen, wieder,
dass die Unsicherheit wieder deutlich höher ist als bei Pepsi, noch höher als bei LVMH. Und wenn wir jetzt mal hier die negative Prognose uns anschauen, da hätten wir aber immer noch eine Renditeerwartung hier von jährlich 10%, also bereits halbiert von den 20%, aber immer noch 10%. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, die Hälfte davon fast in Form von Dividende. Also das wäre UPS. Ich weiß jetzt gar nicht, wo UPS hier ist in der Liste, müsste man dann suchen. Könntet ihr, DHL, die Konkurrenz, die deutsche Konkurrenz ist auf Platz 10. Könnt ihr dann mal selbst sehen, das sind ja hier die Top 50 Aktien. Vielleicht ist die auch gar nicht drin, weiß ich jetzt nicht. Ich fand sie jedenfalls mal ganz interessant. So, und jetzt würde ich einfach vorschlagen, geht mal selbst auf die Suche nach spannenden Dividendenzahlern. Inspiration habt ihr hier zu Genüge mit den Top 50 Dividendenaktien der Saison. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Recherchieren und natürlich auf steigende Kurse und Dividenden. Ciao!